Und wir sind immer noch in Mos Eisley, hier in Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Jedoch bleiben wir jetzt diese Folge nicht in Mos Eisley, denn wir müssen jetzt nämlich für die Partylaune auf Jakku und Tatooine verschiedene Schrottteile sammeln, die wir jetzt für die nächste Quest benötigen. So, einfach mal hier wieder den Questmarkern folgen. Die zeigen uns ja bekanntlich immer am besten, wo wir hin müssen. Also ich denke mal, es gibt zwei hier und zwei auf Jakku. Warte mal, in welchem Gebiet muss ich überhaupt sein? Tatooine? Okay, es gibt eins hier und eins da anscheinend. Muss mal auf die Map nochmal schauen. Zeigt er natürlich wieder nicht an, obwohl doch da. Hä? Da und da? Ich glaube, der will von mir, dass ich das Gebiet wechsle, ne? Ja, muss ich ja sogar, weil ich bin nämlich gar nicht. Ich bin ja nur das Eis. Lehnt euch nur zurück. Bald seid ihr am Ziel. Ich bin also genau in den anderen beiden Gebieten, wo ich gerade nicht war. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum der mir das wieder anzeigt, aber das zeigt mir bloß den Weg zu den Schiffen. Aber das brauche ich gar nicht, denn ja, ich kann ja auch hier reisen. Willkommen in der Wüste von Tatooine. Hier kann man viel Spaß haben, wenn man Sand mag und Javas. Danke. Das war direkt einer, den wir mal ansprechen können. Ja, Schrott. Ein paar gute Sachen in der Wüste, aber wirklich gute Sachen haben schon Händler genommen. Einer Mos Espa hat sehr gute Waren. Okay. Da müssen wir ja zwar nachher hin, aber noch nicht jetzt. Da hinten scheint was zu sein. Zumindest führt mich das Spiel ja hier hin. Das ist bloß der Mausdrüli da hinten. So, ich rate einfach mal, es hat irgendwas mit dem Gong-Druiden jetzt zu tun. Oder irgendwas mit dem anderen Kram, der hier rumliegt. Ach, ich hab's schon gefunden. Hab gar nicht gesehen, dass da was war. Okay. Gut, dann sind wir im Grunde eigentlich schon fertig hier, ne? Okay, wir bloß zum Schiff. Müsst ihr irgendwo hin? Dann seid ihr hier. Ja, hier hin. Ihr werdet denn nun da sein. So, ab nach Mos Espa. Die Ladebildschirme sind auch immer so unnötig dazwischen. Auf jeden Fall interessant, dass man noch so Lief sehen die kann. Reise glatt? Bestimmt glatter dass die als Schiffe eine so Fahrt können. Mit einem Pottrenner. Glaubt mir. Ja. Ich bin aber gespannt auf das Pottrennen dann nachher wieder, wenn wir das wieder machen müssen. So. Ups, lag. Okay. Auch hier folgen wir wieder einfach den Questmarkierungen. Vielleicht, dass sie mich nicht zurückführen. Muss es ja auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Okay, hier irgendwo. Da hinten scheint ein Zeuge zu sein. Reden wir mit dem hier. Ihr habt ein scharfes Auge für Qualität. Und Qualität rechtfertigt einen Ah, okay, da liegt scharfen das drin. Preis, nicht? Ich muss es wahrscheinlich kaufen. Für 10.000, okay. Bitte sehr. Mögen sie euch gute Dienste erweisen. Danke. Ja, damit. Perfekt. Okay, jetzt zeigt ihr mir das zwar immer noch an, aber ich glaube, jetzt sind wir hier durch. Jetzt können wir nach Jakku. Nie mal Außenposten scheint beides zu sein. Perfekt. Alles klar. Ab durch den Raum und dann sollten wir auch direkt gleich schon da sein. Meine Programmierung zwingt mich zu verkünden, dass ich neue Tipps habe. Okay, hier hinten ist was. Ja, okay, hier drin. Okay. Es ist lange her, seit ich sowas gesehen habe. Guck mal, wie die ganze Tür kaputt geht, wenn ich so schneide. Tatsächlich. Ah, hier ist es. Perfekt. Den Rest nehmen wir nachher später hier an. Interessant, dass ja auch noch so ein Zerstörer hier rumliegt. Ah, oh, die Ray-Musik. Da, 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 da.
Auf Schrottsuche? Wenn euch noch Teile fehlen, gibt es einen Typen im Außenposten, der euch vielleicht helfen kann. Oh, sag jetzt nicht der. Ich habe Vorrat an so komplizierterem Zeug. Sag jetzt nicht der Typ, an den ich jetzt gerade denke. Den fahre ich direkt mit dem Speeder um. Ja. Ich bin ein Profi. Okay, es ist nicht der Typ, den ich dachte. Nein, ich werde mit dem Typ reden. Die seine Dinge kaputt machen. Ich sehe, habt ihr ein Auge auf einige meiner Waren geworfen. Okay, es ist doch nicht der Typ, den ich dachte. Zum Glück. Diese Teile sind gerade im Angebot. Ihr werdet nirgendwo in der Galaxis ein besseres Angebot finden. Ja, der andere Typ hat es aber auch gerade auch angeschaut. 5000 Euro, das ist echt billig. Abgemacht. Alle Verkäufe sind endgültig. Keine Rückerstattung und kein Umtausch. Tschüss, schönen Tag noch. Okay. Weißt du schon, als gewerblicher Händler musst du mir einen Umtausch geben. So, jetzt können wir erstmal nach Rot zurückkehren. Toll. Oh, das ist ein seltsam. Meine Quest für Tatooine zu machen, muss ich erst nach Rot und dann noch für eine Quest für Rot machen. Aber es ist interessant, wenn das so eine Art Folgequests sind, die aufeinander aufbauen. So, kann das der Typ jetzt auch hoffentlich bald mal helfen? Ihr seid von der Schrottjagd zurückgekehrt, wie ich sehe. Mal sehen, was wir hier haben. Ja, das sind alle Teile, die ich brauche, um das Gelenk für Mr. Barber herzustellen. Ich werde mich sofort nach Mos Eisley begeben, um mich auf die Operation vorzubereiten. Perfekt. Was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn ich das hier vorher schon gemacht hätte, bevor ich diesen Charakter hatte? Mission abgeschlossen, Partylaune. So. Wir haben auf jeden Fall 2-1-B freigeschaltet. Aber ich muss jetzt ja trotzdem erstmal noch zurück. Okay, Steine war auch noch gekriegt. Da wir das wie die Quests gemacht haben. Können wir uns mal hier auf die Questlog nochmal schauen. Keine aktiven Aufträge, okay. Dann sind wir jetzt mal hier wieder auf Tatooine zurück. Tatooine, und zwar Mos Eisley. Okay, das brauchen wir auch noch. Hier, armlose Frage. Okay, jetzt müssen wir nach Kashyyyk. Wieso müssen wir jetzt nach Kashyyyk? Okay, dann nach Kashyyyk. Ganz genau verstehe ich diese Quest hier aktuell nicht. Ich habe davon ausgehen, dass ich zuerst Hoth mache und dann Tatooine. Weil, okay. Jetzt werde ich jetzt zum nächsten Planeten einfach geschickt, für die gleiche Quest. Das ist doch die gleiche Quest, oder nicht? Das ist doch dieses armloses irgendwas. Kashyyyk, Kachio. Da waren wir auf jeden Fall auch in Battlefront letztens. Ich weiß gar nicht, ob 1 oder 2. Ich wechsle die ganzen Teile auch immer. Genauso wie bei KOTOR auch. Da weiß ich immer nicht, was 1 und 2 war. So. So, das ist doch hier die richtige Quest, ne? Armlose Frage, genau. Suche einen Arm und einen Chirurgen. Achso, den Chirurgen habe ich jetzt. Dann muss ich jetzt den Arm suchen. Okay. Und die gibt es anscheinend auf Kashyyyk. Weißt du, was die Wookies damit zu tun haben? Anscheinend hat er hier einen. Dann voll brauchen wir einen Ersatzarm. Wir hätten da vielleicht eine Auswahl für ihn. Über viele Monde haben die Wookies eine riesige Sammlung von Droidenarmen erworben. In dem... Nun, das ist nicht so wichtig. Wichtig für seine Diskretion beim Schmuggeln der Arme. Piraten und lokale Behörden interessieren sich sehr für sie. Scherzarme Mission, also müsstest du jetzt auch noch hier eine Quest annehmen. Du bist also bereit, die Arme zu schmuggeln. Ich werde sofort eine Kiste für dich packen. Dein Freund kann sich das aussuchen, wenn sie unversehrt am Zielort ankommt. Scherzarme Mission, okay, jetzt müssen wir noch eine Aufgabe machen für diese Quest. Meine Güte. So, die werden wir natürlich auch direkt mal hier ersetzen, dass er angezeigt wird, genau. Schmuggel die Druidenarme von Kashyyyk nach Tatooine. Okay. Scheint mir so eine Sidequest zu sein. Oder eine Quest, die jetzt darauf aufbaut, dass ich jetzt wieder zurückgehe. Was ich ja sowieso wollte. Aber ich denke mal, jetzt werden vielleicht irgendwelche Patrouillen kommen, wenn ich jetzt hier fliege. Ja, wusste ich's doch. Ich werde gleich aus dem Überraum gezogen. Und muss dann gleich ein bisschen kämpfen. Genau, mit dem Asteroidenfeld mal wieder. Diese Ladung übernehmen wir. Haben wir.
die Steuerung. Da ist der letzte. Nö. Zone abgeschlossen. Und jetzt wieder ab in den Hyperraum. Ich denke, es werden wieder drei Stages sein, wie es sonst immer ist. Yep. Hier kommt die zweite. Werden wir also jetzt wieder irgendwo rausgelassen. Und dann die nächsten Schiffe zu zerstören. Haben die sich jetzt gerade selber zerstört? Das ist gerade selber in sich reingeflogen, habt ihr das gesehen? Sind gerade zwei ineinander geflogen. Ich hasse es zu verlieren. Ja, dann greift mich doch nicht an. Ach Mensch! Du machst gleich Rums! 10, 11, 12, dann ist noch eins. Und da ist das letzte. Bleib stehen! So, die Zone haben wir auch abgeschlossen. Sieht doch verdammt interessant aus hier. So. Also wir können jetzt wieder in den Hyperraum springen und dann in die nächste Stage. So, ich wette, jetzt kommt noch eine. Yep. Die dritte, also immer drei Stages. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Und dann wahrscheinlich kommen wir dann auch nach Tatooine. So, genau. Was habt ihr denn mit ihnen vor, Spinner? Die sind Bomber anscheinend, die wir besiegen müssen. Wir lassen das nicht zu. Alle extremen Lieferungen müssen formell durch das Imperium sanktioniert werden. Ach, steht das echt so im Handbuch? Was für ein Handbuch? Es gibt ein Handbuch? Was für eine Lieferung? Wann? Okay. Gibt's in Deutschland safe auch, aber... Ganz schlechter Vergleich, aber... Na komm, Dame. Ich weiß nicht, wenn ich sterben würde. Ich will es aber auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren. So, zwei noch. Da ist eine. Letztes da hinten. Damit haben wir die Zone auch abgeschlossen. Wir können weitergehen. Oder weiterfliegen, wird ja gesagt. Zack. Letzter Sprung. Also hoffe ich zumindest. Yep, sieht ganz gut aus. Dass wir jetzt auch wirklich auf Tatooine ankommen. Zack. In Mos Eisley. Aber okay, jetzt welche von diesen zufälligen Events hat es noch nicht gehabt. Aber es kommt bestimmt auch noch. Von daher auf bekanntere oder auf wichtigeren Planeten liegen. Er sind. Ah, okay, da geht das Ding direkt weg. Der Arm. Wir nur die Kantina finden, aber die müsste eigentlich um die Ecke sein. Oder auch nicht. So, ich folge auch direkt bei den blauen Questmarkern, denn nachher verlaufe ich mich nur wieder. Ich kenne mich ja. Mittlerweile. So, da war die Kantina, genau. Rein da. Ah, jetzt haben wir wieder die geile Musik. Hey, gerade kam eine große Lieferung Droidenarme aus heiterem Himmel an. Das warst du, nicht? Ich hoffe, du hattest keinen Ärger. Ich würde mich verantwortlich fühlen, wenn du arm würdest. Okay, das war ein Check. Nur immer diese genialen Witze hier. Egal. Kannst du gleich diesen Wumpratenviech da geben? Und einen hübschen neuen Arm aussuchen. Mit dem Echsenaffen. Mit dem nu wieder flott sein. Okay. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass es dir gelingt, auch nur irgendwas zu finden. Aber du hast Ersatzarme und einen Chirurgen, der sie anbringt. Bin beeindruckt. Okay, jetzt reden wir direkt zusammen mit dem Typen. Ich werde Ponda die guten Neuigkeiten sagen, damit der Arzt gleich loslegen kann. Bald wird er wieder ganz der Alte sein. Danke, Kleiner. Du gefällst mir. Danke. Armlose Frage haben wir damit auch abgeschlossen. Jetzt können wir sogar direkt hier noch eine Quest annehmen. Aufgepasst, Ponda Baba ist zurück und härter als ja je zuvor. Neuer Arm, neuer Ponda, ich fühle mich besser denn je. Ich höre, dass ich dir dafür zu danken habe. Dann lass uns meinen neuen Arm standesgemäß einweihen. In einer schönen Kantina-Schlägerei. Bist du dabei? Du bist dabei, oder?
Ja, muss ich ja. Ja, dann mal los! Immer auf die Rübe! Mein neuer starker Arm. Okay. Nicht in meiner Kantina! Oh Gott! Jetzt habe ich gleich den Arm nochmal abschlagen. Und die Band da hinten spielt einfach mal fleißig weiter. Oh, Massenschlägerei hier. Den habe ich echt gespürt, Baba. Du hast den Auftraggeber nicht beschützt. Ja, wenn er sich so die Dings reinhaut, dann kann ich auch nichts dafür. Bei ihm sieht das so einfach aus. Ich will ihn nicht angreifen. Woher bekommt man so einen Arm? Den habe ich echt gespürt, Baba. Okay, dann die nächsten. So, ich kann die gar nicht besiegen. Ich muss die einfach nur weghauen. Dieser Arm. So schön. So, 20. Eine Ode könnte man auf diese Schlägerei verfassen. So. Jetzt habe ich alle den Arm abgeschlagen. Sehr sinnvoll. Jetzt schlage ich die am besten gleich auch wieder ab. Oh, das war klasse. Ich denke, mein neuer Arm und ich werden zusammen viel Spaß haben, bis ich ihn dir wieder abreiße. Entschuldige dir was dafür, dass du mich wieder vor Vordermann gebracht hast. Wenn du in 12 Systemen gesucht wirst, ruf einfach deinen alten Kumpel Ponda Superarm Baba. Okay. Dann haben wir jetzt den Charakter ja auch abgeschlossen. Dann haben wir sogar noch irgendwie was. Irgendwie Gedankentricks, die wir ausprobieren können. Ponda Baba. So, jetzt reicht der Name ja ab. Okay, Spaß. Ablenken. Ah! Ich kann die tanzen lassen, das ist ja geil. Ich bin alt, aber nicht nutzlos. Oh, das ist hier anscheinend eine Sidequest. Ich sehe gerade da oben das. Den haben wir jetzt noch nicht gehabt. Den hatten wir, den hatten wir. Den hatten wir noch nicht. Achso, ich muss die gleichzeitig zum Tanzen bringen. Okay, warte. Muss ich erstmal warten, bis die hier fertig sind. Okay, jetzt noch bei 0 wieder. Und der letzte jetzt. Jetzt geht's auf. Oh, ich hasse das. Wenn er den immer nicht anvisieren wird, das ist so ätzend. Jetzt muss ich jetzt so lange warten, bis sie alle fertig sind. Weil ich nämlich sonst nicht weiß, wen ich schon hatte. Dann laggt's auch noch extrem. So. 1. 2. 3. Geht das hier schon wieder nicht? Jawohl. Katina-Tanz haben wir damit abgeschlossen. Okay, neue Verbesserung verfügbar. Das kennen wir aber auch schon. Hier gibt es auch noch einen Stein. Ich weiß gar nicht, wo ich die Quest herbekommen habe, denn eigentlich hatte ich die Quest gar nicht. Wir kriegen sogar 2 dafür. Wir müssen mal schauen hier bei den Nebenaufträgen. Oder ist das eher ein Puzzle? Tatooine Moss Ice Lake. Grüne Ente haben wir noch nicht und hier ist auch noch ein gesperrtes. So, könnt ihr natürlich kaufen, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich alle suchen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall hier noch ein Ausrufezeichen finden. Ich frage also mal wieder wo. Gerücht da.
Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Von denen brauchen wir auch noch, ich glaube, Charaktere hatten wir auch noch einen. Vielleicht ist es sogar das, was ich gerade suche. Ja, das ist blau hier, das Teil. Okay, das brauchen wir nicht. Okay, jetzt möchte ich noch mal schauen. Ach, da hinten. Diese Steuerung ist echt so ätzend. Okay, dann suche ich eben so den Weg dahin. Die Steuerung, die reagiert halt nicht perfekt. Muss man leider auch mal sagen. Genau, hier ist die Quest, die ich noch gesucht habe. Genau. Habt ihr den flüchtigen Rancor-Wärter gesehen? Ein großer, stark schwitzender Mann. Er ist während des Chaos in Jabbas Palast geflohen und ich wurde angewiesen, ihn einzufangen. Okay. Er heißt Malagili. Ich habe ihn bis hierher verfolgt. Aber die Leute hier helfen Droiden nicht gern. Wenn ihr mir helft, teile ich die Belohnung mit euch. Okay. Jemand muss diesen schwitzenden Hornochsen Malagili gesehen haben. Sprecht mit den Leuten hier und findet einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Dann informiert mich. Okay, das ist dieser Typ, der den Rancor bewacht. Grüne Ernte. Ich habe zuerst Ente da gelesen. Okay. Scheint aber hier relativ in der Nähe zu sein, nur 50 Meter entfernt. Guck mal, hier ist so der Kletterturm hier. Ach. Was gibt's schon mal schon geile Spieleländer? Okay, hier haben wir einmal was. Ein Hinweis. Rancor? Oh, ah, er wird uns alle fressen! Oh, warte. Habt ihr Rancor-Wärter gesagt? Oh. Den habe ich nicht gesehen. Warum? Wirklich? Ich dachte, du erzählst mir irgendwas Sinnvolles. Vielleicht erzählst du mir ja was Besseres. Ich bin ziemlich sicher, dass neulich in der Kantine ein Kerl was von einem Rancor geflennt hat. Könnte der sein, den ihr sucht. Oder ein anderer emotionaler Rancor-Liebhaber. Wer weiß. Ja, dann schauen wir doch mal in die Kantine. Auch wenn wir da ja gerade eben schon ein paar Mal waren. Sicher, dieser Rancor-Typ war hier. Hat sich die Augen aus dem Leib geheult. Einer der Einheimischen musste sich das alles anhören. Der Typ, der einen Marktstand bei der Königswitwe betreibt. Okay, er war hier. Wissen wir schon mal, aber er ist nicht mehr hier. Also müssen wir jetzt erstmal in die Richtung gehen. Da hinten ist noch ein Hinweis. Ja, ich habe neulich in der Kantine mit einem Typ gesprochen, der mal einen Rancor besaß. Er hing wohl sehr an dem Biest. Er hat gesagt, er will ein Restaurant hier eröffnen. Restaurant? Ja, aber ich war doch gerade schon in der Kantine, da war doch nichts. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Okay. Hier. Ah! Jetzt können wir hier noch rein. Malagili sucht ihr? Er ist der Chef dieses Restaurants, aber wir haben noch nicht geöffnet. Warum kommt ihr nicht später wieder? Dann wird er sicher gerne mit euch reden. Ich brauche aber jetzt Redezeit. Ah, da kommt der Druide an. Malagili ist geflohen und wollte ein Restaurant eröffnen. Wie drollig. Los, schnappen wir ihn uns. Ach, wenn der drauf schießt, geht die Tür auf. Weil beim Lichtschwert kann ich da tausendmal gegenhauen, da passiert gar nichts, aber wenn der gegen schießt, dann geht's natürlich. Wow! Dieser Deserteur und Verkauf des Heers. Den Witz könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Los, fangen wir ihn. Okay. Willkommen im Restaurant Kristallmond. Darf ich eure Bestellung aufnehmen? Willkommen in der großen Krabbe. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Bestellung entgegennehmen. Ihr habt Befehle entgegenzunehmen. Und zwar ausschließlich die von Jabba. Ihr kommt mit mir, Deserteur. Aber Jabbas Barke ist explodiert. Mit ihm drauf. Ich nahm an, dass damit meine Anstellung bei ihm beendet war. Moment. Neuberechnung wird durchgeführt. Wenn Jabba nicht mehr ist, wer bezahlt mich dann für meine fantastische Kopfgeldjägerei? Ich kann dir ein kostenloses Tattoo-Wrap geben. Okay.
Wusstet ihr davon? Wenn Jabba nicht mehr ist, muss Malakili nicht mehr gefangen werden. Soll er ruhig seine Tetos braten. Das hat es auch mega gebracht. Das hat es jetzt mega gebracht. Ihr habt mir bei meiner Aufgabe geholfen, aber leider gab es keine Belohnung. Lasst mich stattdessen meine Unterstützung bei künftigen Aufgaben anbieten. Alles klar, danke schön. Grüne Ente haben wir damit geschafft. Jetzt machen wir erstmal den Restaurant dafür kaputt. Okay, lassen wir es sein. Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiter mit dir sein. Ciao.